Hallo und herzlich willkommen zu The Witcher 3. Mit mir, dem Digihelden, auf dem Kanal Sonderwerf Live. Und wir haben hier schon wieder ein paar Sachen gefunden. Silberdeckel. Passt zu dem Zylinderboden aus der Kanalisation. Dijkstra, komm mal her. Was gefunden? Einen Teil der Bombe. Happen, lass das Wasser in Becken 4 ab. Und bring mir das Gästebuch. Hopp, hopp. Und was ist mit Happen? Vielleicht hat er dich zufällig über die Schatzkammer reden hören. Er hat jederzeit Zugang zum Badehaus. Happen hat viele Fehler. Er ist wichtig, tuerisch, überheblich und manchmal ein richtiges Arschloch. Das klingt jetzt vielleicht ironisch, aber seine Treue steht außer Frage. Wie kannst du dir da so sicher sein? Hexer kennen ihre Monster, Spione kennen ihre Männer. Einst hast du auch Philippa Eilhardt vertraut. Stimmt. Aber ich habe Philippa Eilhardt nicht in der Nacht vor ihrer Hinrichtung aus einem kubirischen Gefängnis geholt. Das ist ein Argument. Mal sehen, was auf dem Grund liegt. Das Gitter vor dem Abfluss wurde entfernt. Sie haben die Bombe also hier runtergespült. Happen, wer hat dieses Becken am Tag des Einbruchs genutzt? Mal sehen. Berthold Heinz, Stadtrat, Josef Schweig, Brauer und Markgraf Henkel. Henkel? Das kann nicht sein. Warum kann das nicht sein? Der alte Kauz liegt seit letztem Winter unter der Erde. Hätte also am Tag des Einbruchs nicht hier sein können. Er ist tot? Hab nichts davon gehört. Kein Wunder. Der alte Markgraf ist in dem Bordell abgekratzt, in tollster Lederwäsche. Deshalb hat ihn seine Familie bei Nacht und Nebel begraben. Aber ich habe meine Quellen. Aber ich habe ihn gesehen, Herr Reufen, ganz sicher. Hast du mit ihm gesprochen? Hast du ihn gut sehen können? Nein. Er ist nur an mir vorbeigegangen. Du hast nicht Henkel gesehen, sondern einen Imitator. Denk doch nach. Sie haben dir zwar die Eier abgeschnitten, aber nicht das Hirn. Geralt, geh der Sache nach. Du musst mich schon freundlicher bitten. Ich bin nicht einer deiner Boten, Junge. Bitte entschuldige meinen Ton. Habe mich daran gewöhnt, die Leute rumzukommandieren. Gut. Wo soll ich anfangen? Bei Henkels Haus, einem verfallenen Stadthaus südlich vom Marktplatz. Vielleicht findest du dort Spuren von diesem Halunken, den wir suchen. Nun geh schon. Ja, ich werde auch gehen müssen, weil ich bin überlastet. Ein bisschen dunkel das Badehaus für meinen Geschmack. Gerade Platz rufen. Geht leider nicht hier. Wieso nicht? Wir müssen mal zum Markt ein bisschen kaufen, verkaufen, keine Ahnung. Wo müssen wir denn da hin? Ach, das liegt sowieso auf dem Weg, das ist doch super. Hey! Willst du mich etwa erpressen? Ehrlich, wert am längsten. Ach. Lauf, Plätze! Das ist verboten. Sofort aufhören. Halt! Das geht so weit. Ich find's ganz amüsant. Hier werden Leute hingerichtet. Ah, genau. Man kann den Tod fürchten oder. Ja, hab ich hier nicht gerade noch einen Händler? Ich bin zu Letzteres. Bin Kriegsveteran. Eine Krone? Oh. Warum erst morgen kaufen, was du heute schon kaufen kannst? Willkommen, willkommen. Was hast du denn da?
23. Scheiße, aber ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt anfangen brauche. Den verkauft der noch nicht mal überlegen, der Rennseite. 50 Ausdauer. Bis dann. Ihr wisst schon, was denn da hinten? Das kann nicht sein. Weißes Haar. Gerald von Riva, auch der Weiße Wolf genannt? Der Schlechter von Blaviken? Gerald von Riva reicht. Was ist denn? Vor Jahren kam ein Mann zu mir. Er bezahlte, damit ich ein Buch für dich aufbewahre. Er meinte, du würdest es eines Tages abholen. Wer war das? Er hat seinen Namen nicht genannt. Aber das Buch hat einen roten Einband. Das weiß ich noch. Ich habe es sicher nicht verkauft. Na schön. Mal sehen, ob ich's finde. Und vielleicht wirfst du dabei einen Blick auf die anderen Bücher. Ich sehe mir gerne an, was du noch hast. Geld. Alles weg. Ich habe hier noch eine Schatzkarte, sehe ich gerade. Nein. Alles weg, weil das. Da bin ich mir nicht so sicher, ob ich das verkaufen will. Ach doch. Aber ich könnte die anderen auch weg hier. Ah ne, aber die wiegen ja nichts. So, mal gucken, was wir da noch so haben. Ja, Rübel will auch nichts. Er will wirklich nur Bücher haben. Na gut. Jetzt muss ich auch noch hier da rumlaufen. Die fröhlichen Abenteuer von Muriel, der liebreizenden Metze, mit humorvollem Gravur. Interesse an Büchern? Gelesen siehst du zwar nicht aus, aber wir haben auch Bilderbücher. Wiedersehen. Sei nicht beleidigt, Gerald. Kein Brot, kein Geld. Ach, die Scheiße. Was ist denn da hinten? Das ist so, was ist denn? Nee. Schon wieder eine Schankmädel gesehen? Nein. Lohnt es sich denn? Und wie? Alles dralle Weißbilder aus. Schau mal, wie von Nilfgaard besetzt sind. Das war ja sicher jemand, der sich schon ach nee, wo ist denn? Da ist der Gaul, aber ich muss doch noch mal jemanden geben, der irgendwie meine scheiß Schwerter. Kaufst du etwas, Meister? Schwerter kaufen. Hier ist noch ein Händler. Plötzlich steht er rum. Flieg ist deine Kiste rum. An klaren Tagen kann man. Ein Kunde mit. Was kann ich für dich tun? Oh, Scheiße. Bis zum nächsten Mal. Das hätte ich mir jetzt ein bisschen anders vorgestellt. Hm.
So eine Riesenstadt und kein Schmied. Doch, doch. Warte mal, hab ich doch gerade einen Rüstungsmacher gesehen. Da. Bloß ab, ey. Erstklassige Schwerter. Zeig mal, was du anzubieten hast. Und der hat noch ordentlich Kohle. Wieso nimmt sie denn nicht? Hat er doch. Der, den konnte ich nicht nehmen, weil der zu hochstufig war. Schätze ich. So, das ist ja schon mal ganz gut gelaufen. Da ist nicht, ja, das wird so nicht. Na gut, eigentlich bin ich auch zufrieden. Ich könnte noch mal irgendwie ein paar Sachen reparieren. Nur um die echt die E-Taste zu drücken, um das zu reparieren. Auch ausgerüstet. Na gut, das war's. Auf Wiedersehenchen. Bis dann. So, man kann wieder laufen. Beste Angebot weit und breit. Eins zum Preis von zwei. Ordnung muss sein. Okay, ich bin so froh, dass ich jetzt wieder laufen kann. Würden, könnten wir uns wenigstens vielleicht das Pferd platt verstehen. Jetzt bringen sie uns nichts. Na, oh, deswegen musst du nicht stehen bleiben. So, wollen wir mal gucken, wie es jetzt hier weitergeht. Was für eine Bruchbude. Erinnert eher an einen Bettlerschuppen als an das Stadthaus eines Markgrafen. Rittersporn hat wirklich interessante Freunde. Würde ich ja gerne, ich kann da nicht rein. Ist echt da mit Atmen? Ah ja. Fußspuren. Wäre ich von alleine ja nicht drauf gekommen. So, weiter geht's. Eine Weinsammlung. Und ich kriege da keine Flasche raus. Ah, ich glaube, ich habe Flaschen, aber ich habe inzwischen überhaupt noch genug. Na, welche Truhen sind da mit der... Naja, ich glaube, jetzt kann ich inzwischen auch mal... Ist das eine Geheimtür oder sowas? Ein Brief und eine Flasche. Der Wein aus deinem Geburtsjahr. Einfach vorzüglich. Verblüffendes Bouquet. Du musst ihn versuchen, aber leg die Flasche wieder dahin zurück, wo sie herkommt. Aus deinem Geburtsjahr. Könnte das von Rittersporn sein? Oder von Ciri? Tja, ich schätze mal, ich muss die Flasche wohl da irgendwo in den Schrank packen. ...1245 bis 1254.
Befriedigendes Klicken im nächsten Raum, glaube ich. Ein Geheimzimmer. Hier haben Rittersporn und seine Leute wohl den Raub geplant. Ein Fleck. Wövernöl. Ciri, Menge folgt mir. Er hat den Schatz. Er hat Rittersporn. Du musst fliehen. Schritte. Nicht gut. Eine Anleitung zum Bau einer Bombe, unterschrieben von einem gewissen Kalkstein. Zucker und Klumpen von einer Substanz, die in Wüvernöl getränkt ist. Kalium. Sieht so aus, als hätten sie hier die Bombe gebaut. Tja, dann wollen wir mal uns um den neuen Besuch kümmern. Ich hatte nicht erwartet, dich hier zu sehen. Erst recht nicht mit Triss. Ich fand, wir könnten jemanden mit Magiekenntnissen brauchen. Ich sterbe vor Neugier, was die Runen auf der Bombe angeht. Stirbst du auch vor Neugier, Triss? Nein, ich bin wegen des Geldes hier. Ah, Marigold gibt die zynische Materialistin. Herrlich. Sie ist tatsächlich wegen ihrer Ideale hier. Mit Gold kann sie ihre Kollegen retten. Wenn ich meinen Schatz wieder habe, kann ich ihr helfen. Ganz einfach. Wo ich gerade dabei bin, verzeih meine buklerische Ausdrucksweise, aber weißt du jetzt, wer verfickt nochmal mein Gold hat? Moment. Sag mir zuerst, was du hier machst. Wir hatten vereinbart, dass ich zu dir komme, wenn ich was finde. In der Tat. Aber ich war besorgt und dachte, ich sehe bei dir mal nach dem Rechten. Schwachsinn. Du traust mir nicht. Ich traue dir so sehr wie du mir. Also gar nicht. Eine gesunde Beziehung, glaub mir. Meine Herren, es ist eine Ehre, Zeugin eures intellektuellen Gefechts zu sein. Doch bedenkt, dass ich im Gegensatz zu euch mein Leben riskiere, wenn ich nur auf die Straße gehe. Sei es nur, um herzukommen. Könnten wir also bitte zur Sache kommen? Du hast Triss umsonst bemüht. Es ist sinnlos, die Bombe zu untersuchen. Weil? Weil ich schon weiß, wer deinen Schatz hat. Der Kommandant der Tempelwache. Caleb Menge. Tja, Marigold. Zum Lohn gibt's noch eine Portion Rache frei Haus. Geralt, wirst du wohl so freundlich, mich auf den letzten Stand zu bringen? Ich bin sehr neugierig. Henkel hat's mir gesagt. Der Alte ist wohlauf. Hat seinen Tod vorgetäuscht, um seinen Gläubigern zu entkommen. Seltsam. Ich wusste gar nicht, dass er verschuldet war. War er aber. Menge hat versprochen, sich gegen Hilfe beim Raubzug um alles zu kümmern. Daher... Geralt, wie drücke ich es sanft aus? Schwachsinn. Wenn du meinst, dass ich auf das Märchen reinfalle, das du dir aus den Fingern saugst, kennst du mich wirklich schlecht. Ich weiß, dass für dich Ergebnisse zählen. Ich habe gelogen. Aber ich kann dich zum Schatz führen. Verzeih, Geralt. Aber nach dieser Aktion würde ich doch eher den Liebesbeteuerungen einer Hure glauben. Würdest du einer Zauberin glauben, die davon profitiert, wenn du dein Geld wiederkriegst? Vielleicht. Aber die Hure wäre mir immer noch lieber. Du verbirgst was. Und das ist etwas, was ich hasse. Sogar noch mehr als Nilfgaard. Aber schließlich ist dies ein Geschäft, keine Heirat. Außerdem muss in all den Lügen etwas Wahrheit stecken. Du bist zu dumm, um dir das alles auszudenken. Menge hat in letzter Zeit viel Geld ausgegeben, obwohl er meines Wissens keinen Kopper haben sollte. Und was jetzt? Soweit ich weiß, ist Menge nachts bei den Docks und den Hexenquartier.
Vielleicht besucht ihr ihn mal und fragt ihn, wo er mein Gold für mich aufbewahrt. Wir machen also deine Drecksarbeit und du sitzt hier rum und drehst Däumchen? Schätzchen, wenn ich jemanden benutzen kann, dann tue ich es auch. Es ist bequem. Und sicher. Gib zu, dass du Angst vor Menge hast. Natürlich habe ich Angst. Er ist ein gefährliches Arschloch. Triss würde mir wohl zustimmen. Nicht mit diesen Worten, aber grundsätzlich schon. Menge wird wohl kaum freiwillig gestehen. Wohl nicht. Wie gut, dass ich dafür einen Hexer und eine Zauberin habe, die schon so viel zusammen durchgemacht haben. Was hat unsere Vergangenheit damit zu tun? Eine Menge. Liebende würden alles füreinander riskieren. Das kommt mir sehr gelegen. Das steigert eure Chancen, aus den Jägerbaracken lebend rauszukommen. Mit meinem Schatz. Mit anderen Worten, du benutzt uns. Benutzen? Nicht doch. Ich mache nur das Beste aus dem Band zwischen euch. Tja, Turteltäubchen, ich muss jetzt los. Viel Glück. Ich dachte, du stellst es richtig und sagst, du weißt schon. Du hättest es auch richtig stellen können. Stimmt. Aber es ist nicht einfach, das zu sagen, oder? Wir sind vom Thema abgekommen. Wir müssen einen Schatz bergen. Triss, ich muss dir was sagen. Dijkstras Gold ist das Letzte, was mich interessiert. Das dachte ich mir. Es geht um Ciri, nicht? Menge hält Rittersporn irgendwo fest. Und Rittersporn hat Ciri gesehen. Das ändert alles. Hört zu. Wir treffen uns um Mitternacht bei der Kapelle des ewigen Feuers östlich vom Hafen. Wir finden schon einen Weg in die Jägerbaracken. Gut, bis dann. Und danke. Und da ist sie weg. Ja. Und das bin ich auch gleich, denn ich muss zum nächsten Teil übergehen, denn der ist hier vorbei. Und ich hoffe, du willst wissen, wie es weitergeht. Bis dann. Tschüss.